Zugeschaltet ist uns nun die Russland-Expertin Sarah Pagung. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Pagung. Es wird ja mit einer ukrainischen Gegenoffensive, mit einer Frühjahrsoffensive gerechnet. Aber haben wir da möglicherweise zu hohe Erwartungen gestellt? Jetzt haben wir vom Außenminister Kuleba ebenfalls gehört, dass man nicht eben zu viel erwarten sollte. Sind die Ukrainer in Ihren Augen in der Lage, wirklich Land zurückzuerobern? Also von Ihrem Ausbildungsstand her, auch vor allen Dingen von Ihrem Material, was Sie jetzt über die letzten Monate bekommen haben, sind Sie dazu durchaus in der Lage. Man muss allerdings auch sagen, dass die russische Seite sich deutlich besser befestigt hat, sich deutlich besser vorbereitet hat, als beispielsweise bei den Offensiven im letzten Herbst. Was wir aber grundsätzlich sagen müssen, und ich glaube, unabhängig davon, wie groß der Erfolg so einer Offensive sein kann, ist, dass die Erwartung, dass diese Offensive in irgendeiner Form den Krieg beenden könnte, indem beispielsweise die Ukraine wirklich ihr Territorium vollständig zurückerobert, sicherlich überzogen sind. Es geht eher darum, einen bedeutenden Fortschritt zu machen in den ukrainischen Bemühungen, ihr Gebiet wieder zu kontrollieren, aber sicherlich nicht das vollständig zu erreichen. Und die Erwartungshaltung sollten wir auch nicht haben, denke ich. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.